Kirsten Tackmann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bundesministerin Klöckner, lieber Landesminister Backhaus! Die Lage nach der Einschleppung der afrikanischen Schweinepest in den Südosten meines Heimatbundeslandes Brandenburg ist sehr ernst. Übrigens heißt diese Tierseuche, Minister Backhaus hat schon darauf hingewiesen, so, weil sie eben halt ursprünglich aus Afrika stammt. Sie ist tödlich für europäische Haus- und Wildschweine. Der Mensch ist nicht empfänglich, ist wichtig. Hoffnungslos ist die Lage nicht, noch nicht. Dass sie nicht hoffnungslos wird, ist aus meiner Sicht unsere gemeinsame Verantwortung. Ich habe als Tierärztin in einem Institut für Epidemiologie und Tierseuchenbekämpfung gearbeitet und deshalb weiß oder zumindest ahne ich zumindest, welche Last jetzt auf den Schultern der Verantwortlichen vor Ort, im Land und im Bund liegt. Belehrungen aus dem Bundestag sind ganz sicher nicht zwingend das, was jetzt gebraucht wird. Aber unnötige Risiken haben wir als Linke schon lange benannt und thematisiert. Es gab eine lange Vorbereitungszeit. Trotzdem hat sich bei wichtigen Risiken eben nichts geändert oder zu wenig geändert. Und das könnte sich jetzt rächen. Dazu gehören weiter historisch hohe Schwarzwildbestände. Sie machen dem Virus eine Verbreitung sehr leicht. Viel Maisanbau heißt eben auch viel Futter, heißt viel Deckung für die Schwarzkittel. Und das macht es der Jägerschaft schwer. Und ja, man kann mit konsequent umgesetzten Infektionsschutzkonzepten den Viruseintrag auch bei sehr großen Schweinebeständen vermeiden, aber eben nicht sicher verhindern. Ein Bestand mit 60.000 Schweinen in nur 50 Kilometer Entfernung vom Fundort infizierter Wildschweine macht deshalb sehr wohl sehr nervös. Und auch wenn in unserem Land Infektionen nur beim Schwarzwild, nicht beim Hausschwein nachgewiesen sind bisher, man mag sich gar nicht vorstellen, was es heißt, wenn ein solcher Bestand mit 60.000 Schweinen geräumt werden muss. Und Gleiches gilt ja eben auch für den Schweinegürtel in Niedersachsen. Das ist alles lange bekannt und diskutiert, aber oft wird eben leider nur am Schmerz gelernt. Und das ist fatal. Nur jetzt muss eben alles dafür getan werden, den Schaden wenigstens zu begrenzen. Alles, was nötig ist und schnell. Und das ist leichter gesagt als getan. Erst recht, da uns die afrikanische Schweinepest eben ausgerechnet während der Corona-Pandemie trifft. Denn Veterinärbehörden sind oft vor Ort in die Corona-Bekämpfung einbezogen, auch als Leitende. Das macht natürlich viel Sinn, denn die Tierärzteschaft hat bei der Bekämpfung von Tierseuchen Wissensvorsprung. Dieser Wissensvorsprung könnte sich übrigens auch in der gleichen Bezahlung dann einmal ausdrücken. Ihre Verwendung in der Pandemiebekämpfung hat aber eben auch Nachteile, nämlich Lücken im eigentlichen Zuständigkeitsbereich, in dem ja auch keine freien Spitzen verfügbar waren. Schon gar nicht, wenn es seit Monaten die afrikanische Schweinepest vor der Tür lauert. Und wenn Sie jetzt aber sich um diese kümmern müssen, reißt es wieder neue Lücken bei der Pandemiebekämpfung. So sehr man auch zieht, diese personelle Decke bleibt einfach zu kurz. Die vielseitige Verwendung von Personal mag die kommunalen Haushalte kurzfristig entlasten, aber sie verschleiert personelle Engpässe im öffentlichen Dienst, auf allen Ebenen, und das rächt sich sehr schnell. Seit vielen Jahren wird auf dem Rücken der Beschäftigten gespart, und das kann nicht so weitergehen. Das gilt übrigens auch fürs Forstpersonal. Auch das wurde massiv abgebaut und fehlt jetzt an allen Ecken und Enden. Dabei könnte man jetzt mit Personal sogar Krisen vermeiden. Am Personal zu sparen kann also teuer werden, umso absurder ist das. Und es wäre ja auch genügend Geld verfügbar. Wir brauchten nur ein wirklich sozial gerechtes Steuersystem und eine konsequente Verfolgung von Steuerflucht. Was jetzt aber auf keinen Fall passieren darf, und das hat sich hier schon angedeutet, ist das, was oft passiert, das Gerangel um Zuständigkeit und Verantwortung zwischen Bund, Land und Verantwortlichen vor Ort. Nochmal. Es muss jetzt sofort alles Nötige getan werden. Wenn das Mögliche nicht reicht, muss unverzüglich Hilfe angefordert werden, und sie muss auch solidarisch und unbürokratisch geleistet werden, egal ob es um Personal oder um Finanzen geht. Reibungsverluste, wie zum Beispiel bei der BSE oder bei der Vogelgrippe auf Rügen, können wir uns nicht leisten. Wir dürfen den Wissensvorsprung schmerzvoller Erfahrungen anderer Länder mit der afrikanischen Schweinepest nicht verspielen. Denn das würde vielen Agrarbetrieben die Existenz kosten. Aber es droht eben auch sehr hoher volkswirtschaftlicher Schaden.
Die hohe Exportabhängigkeit der Schweinehaltung verschärft doch schon jetzt die Krise aufgrund von Handelssanktionen. Hier ist eine Korrektur doch längst überfällig, und zwar aus vielen Gründen. Aber aktuell kann es erstmal nur um Schadensbegrenzung gehen. Aber darum muss es jetzt auch gehen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Harald Ebner, Bündnis 90.